Einer der größten Kritiker des synodalen Weges ist der deutsche Kardinal Walter Kaspar. Und er tut das nicht, weil er besonders konservativ ist, sondern er gehört ganz klar dem puristischen Flügel. Bekannt sind seine Auseinandersetzungen damals mit dem Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal Ratzinger. Das war das erste Mal, dass sich zwei Kardinäle in der Öffentlichkeit gestritten haben. Der eine natürlich Kardinal Ratzinger aus einer Position und der andere sozusagen als Gegenpol. So, und diesem Kardinal ist der synodale Weg einfach zu viel. Er sagt, die wollen eine neue Kirche gründen, sie gehen respektlos mit dem Lehramt an um und das geht nicht. Ja, und hat deshalb immer wieder protestiert und gesagt, also kritisiert etc. Das ging offensichtlich einer reformistischen Gruppe mit dem Namen Proconcilio zu weit und die haben an Kardinal Kaspar geschrieben und gesagt, das ginge ganz und gar nicht, wie kann er ständig immer wieder den synodalen Weg kritisieren etc. etc. Darüber wurde berichtet. Ich habe das damals gesagt, okay gut, ich will nicht auf jede einzelne Wolte gehen des synodalen Weges, aber inzwischen hat sich Kardinal Kaspar nochmal gewendet und zwar als Antwort auf diese Kritik. Und diese Kritik ist wirklich äußerst interessant. Wie gesagt, ich wiederhole, Kardinal Kaspar ist ganz klar puristisch, aber selbst ihm ist das Ganze zu viel. Und er wiederholt eine Kritik, die ich auch immer wieder gesagt habe, und zwar, dass der synodale Weg absolut unfähig ist, Kritik zu akzeptieren. Ja, ich zitiere aus einem Artikel der katholisch.de, denn die komplette Fassung des Briefes, der Antwort von Kardinal Kaspar ist nicht bekannt. Deshalb benutze ich einen Artikel dazu in katholisch.de. Die haben relativ ausführlich berichtet. Ja, ich werde nur die wichtigsten Stellen kommentiert. Und so heißt es, das ist jetzt ein Zitat, wenn Sie sich erlauben, sich kritisch gegenüber dem kirchlichen Lehramt zu äußern, dann sollten Sie den synodalen Weg nicht zu einem super Lehramt machen, bei dem jede Kritik ausgeschlossen ist. Und ich finde, diese Bemerkung ist wirklich hervorragend. Ja? Nicht, also den synodalen Weg nicht zu einem super Lehramt machen, bei dem jede Kritik ausgeschlossen ist. Denn das ist wirklich auffällig, dass die ganzen Leute vom synodalen Weg, die ganzen Protagonisten, extrem irritiert und gereizt reagieren auf jegliche Kritik. Das fängt beim Bischof Dr. Georg Betzing, also dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, und damit gleichzeitig einer der Vorsitzenden des synodalen Weges. Aber das geht aber runter auch bei allen Leuten. Das konnte man auch bei der Synodalversammlung machen. Das heißt, wenn irgendwie eine Stimme kam und sagt, also das geht so nicht, das ist falsch, ja, da gab es Riesenempörung. Ja. Das heißt, diese ganzen Leute haben offensichtlich den synodalen Weg längst dogmatisiert. Ja. Und jegliche Kritik ist unerträglich. Und das ist eigentlich an sich schon bemerkenswert, aber das zeigt auch eigentlich eine gewisse psychologische Situation. Die haben offensichtlich nie damit gerechnet, dass sie überhaupt kritisiert werden, dass Leute von überall, also Konservative, Lehramtstreue, aber auch Progressisten sagen, pass auf, das geht nicht. Also die waren offensichtlich so in einer Blase, dass sie schlicht und ergreifend nicht gedacht haben, dass Leute ihnen diese komischen Texte nicht abnehmen. Ja, die haben nicht damit gerechnet. Und jetzt plötzlich sind sie in einer Öffentlichkeit konfrontiert. Ja, und es gibt Kritik, es hagelt Kritik von überall, sowieso vom Vatikan, und die reagieren immer gereizter. Das gilt auch zum Beispiel für die Stellungnahmen zuletzt vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken, die ich hier auch kommentiert habe. Also es ist einfach unglaublich, wie die aggressiv werden fast mit Kritik aus dem Vatikan etc. Und da heißt es weiter, wenn Sie einen solchen konstruktiven, kritischen Austausch ausschließen, also diese sogenannte Synodalität, die Kardinal Kaspar sehr gut findet, ja, weil er eben, ja, dann ist jeder synodale Weg noch bevor er begonnen hat tot. Und das ist eigentlich, was viele Leute nach dieser letzten Synodalversammlung gesagt haben. Also, das hat mit Synodalität überhaupt nichts zu tun, wenn die Minderheiten, ja, beziehungsweise es sind ja künstlich hergestellte Minderheiten. Ja, die meisten Leute, die da sitzen, sind Verbandsleute, die von vornherein eine ganz klare Position hatte. Ja, ich habe auf der Buchmesse habe ich ein paar Bücher gesehen. Ja, und da gibt es eine ganze Reihe von Texten von Leuten, die auch in der Synodalversammlung sitzen. Das heißt, es sind Leute, die man von vornherein gewählt hat, wahrscheinlich, weil sie diese Position vertreten haben. Und diejenigen, die in der Minderheit sind, das ist ein reines Alibi, zu sagen, okay, das Ganze ist
relativ offen. Ja, also abgesehen davon, aber selbst diese Minderheit wird kaum noch geduldet und man macht einen wahnsinnigen Druck und man akzeptiert auch nicht, wenn die sich kritisch äußert. Das ist einfach unglaublich. Das heißt, der synodale Weg hat sich inzwischen längst in den Köpfen von diesen Leuten dogmatisiert. Das heißt, jegliche Kritik ist blasphemisch, also mehr oder weniger. So, und dann heißt es weiter und dann geht er wirklich ran an die Kritik. Also ich meine, die Kritik von Karl Kaspar geht in die Substanz des synodalen Weges. Und er sagt, er kenne einige hoch angesehene Theologinnen und Theologen, so Kaspar weiter, also er benutzt auch diese komische Gendersprache, die dem Urteil der Reforminitiative, dass die Dokumente des synodalen Weges sorgfältig vorbereitet und ausgearbeitet worden seien, nicht zustimmen. Und diese Theologinnen und Theologen, um diese Sprache zu benutzen, sie sind sicherlich keine Konservativen, das sind wahrscheinlich Leute, die auf der Linie von Kaspar sind, und sagen, okay, aber diese Dokumente, die sind einfach inakzeptabel. Ja? Über die Fairness bei den synodalen Beratungen sind mir zudem viele eher kritische Urteile zugegangen. Ja? Man muss sich ja nur die synodale Versammlung anschauen, kann man immer noch machen in YouTube, die Livestreams, das ist unfassbar, was da abläuft, die mich nachdenklich gemacht haben. Das ist ein Zitat. Er wies auf langjährige pastorale Erfahrung um die aktuelle Situation der Kirche. Beim Lesen des Schreibens von Pro Concilio habe er den Eindruck, dass es in einer innerkirchlichen Echokammer entstanden sei. Und das, ich finde ich auch eine sehr gute Bemerkung. Denn das ist genau, was passiert ist, meine ich. Denn ansonsten ist nicht verständlich, dass sie so gereizt auf jegliche Kritik reagieren. Und dann, wenn ein Dokument scheitert, dass die einfach völlig vor Wut platzen, ganz einfach, ja. Also offensichtlich dachten die, okay, es gibt niemand, der nicht so denkt wie wir. So verhalten die sich diese Herrschaften dort, ja. Und da geht er noch weiter mit der Kritik am synodalen Weg. Und das ist genau das, was ich auch damals gesagt habe. Also ich habe fast den Eindruck, dass Kardinal Kaspar sich meine Videos anschaut, ja. Obwohl ich ihn tatsächlich in der Vergangenheit ziemlich kritisiert habe, und zwar im Vorfeld der Familiensynode, weil er da wirklich da war er wirklich links außen quasi, ja. Aber, und das ist wirklich sehr interessant, wie er das bemerkt. Er sagt, der Stuttgarter Katholikentag, also der letzte, der stattgefunden hat, also der eine Katastrophe gewesen ist, ja, also da ist kein Mensch hingegangen. Und der Michaelsempfang in Berlin, jetzt kürzlich mit Bischof Betzing, da hat sozusagen die Deutsche Bischofskonferenz hat praktisch das politische Berlin eingeladen und dort hat Bischof Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, einen Vortrag gehalten und es ist kein bedeutender Politiker hingegangen. Also das war ein völliges Interesse, es ist ein Fiasko, da sieht man, dass eigentlich selbst mit diesem ganzen komischen Reformprojekt, Synodaler Weg, sich die Kirche immer mehr in die Bedeutungslosigkeit versenkt. Da sagt er, der Stuttgarter Katholikentag und der Michaelsempfang in Berlin sollten noch signalisiert haben, die Menschen kommen auch deswegen nicht mehr, weil sie sich von einer synodal nur noch um sich rotierenden Kirche nichts mehr erwarten. Das ist die Sache. Ja, und das ist, was man merkt. Das heißt, diese ganzen Leute, die den synodalen Weg so toll finden, die sollten doch mal eine Statistik veröffentlichen, wie viele Menschen sind in die Kirche eingetreten, weil wegen des synodalen Weges. Wie viele haben sich bekehrt? Ja, wie sind zum Beispiel die Anzahl der Sonntagsbesuche gewachsen dank des synodalen Weges? Wie viele Leute gehen jetzt mehr zum Beispiel zur Beichte dank des synodalen Weges? Wie viele Gebetsgruppen sind entstanden dank des synodalen Weges? Etc. etc. Diese Statistik existiert natürlich nicht und wenn sie existieren würde, würde sie ergeben, dass die Zahl negativ ist. Alles, was zurzeit in der katholischen Kirche passiert an Dynamik, also wo junge Menschen angezogen werden, wo junge Familien angezogen werden, die dort irgendwie eine Identität, eine Identifikation finden, eine katholische Identifikation, das findet alles völlig fernab von diesem synodalen Weg. Der synodale Weg hat bis jetzt nichts beigetragen. Das heißt, man könnte sagen, okay, reden wir mal nicht über die Dokumente, die jetzt die katastrophal sind. Reden wir über die Früchte. Diese Früchte gibt es nicht. Ja? Es gibt keine Früchte. Dort, wo die Kirche wächst und eine gewisse Dynamik und eine gewisse Frömmigkeit zeigt, das sind Leute, die sich nicht für den synodalen Weg interessieren. Und das ist genau, was hier auch im Grunde genommen Bischof Kardinal Kaspar sagt.
Der synodale Weg bringt nichts. Ja. Im Grunde genommen ist es so, das ist eine Blase. Ja. Das sind irgendwelche Theologen, die seit Jahrzehnten irgendwie in irgendwelchen Universitäten hocken, ja, in Bücherwälzen und im Grunde genommen von dem Gemeindeleben in Normalvereinen, in den Großstädten, die auch, wo der synodale Weg auch keine Rolle spielt, im Grunde genommen offensichtlich nichts wissen. Sie orientieren sich im Grunde genommen an dem, was diese ganzen Lobbygruppen und Leute wie Maria 2.0 fordern, ja, und das ist nicht das, was die Katholiken, die praktizierenden Katholiken eigentlich wollen. Die wollen Glauben, die wollen Lehramt, die wollen eine gewisse Treue zum Lehramt, die wollen Treue zu Rom etc. und die wollen keine theologischen Experimente, außerdem noch mit diesem komischen deutschen Geist, der in den Fakultäten, der theologischen Fakultäten der Universitäten weht. Deshalb finde ich diese Stellungnahme, diese Antwort von Kardinal Kaspar wirklich sehr interessant. Das heißt, weil er immerhin jemand ist mit Erfahrung ist und der sagt, der synodale Weg im Grunde zerstört selbst die Bemühungen des Progressismus. Vielen Dank.